Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es darum, wie ich eine Modellage quasi so weit runterfräse und die Nägel dann wirklich ohne Modellage schick gestalte, insofern man das schick gestalten kann. Also viel gibt es da eigentlich nicht zu erklären, aber einige von euch haben sich dieses Video gewünscht. Und zwar, ich werde jetzt wie gewohnt einmal die Modellage herunterfräsen. Gekürzt haben wir die Nägel schon, an einigen habe ich auch schon mal relativ weit runtergefräst und das Gel eben runtergeholt. Und das zeige ich euch jetzt am Ringfinger. Und zwar wie gewohnt in langen Zügen, nie zu lange auf einer Stelle bleiben, fräst ihr die Modellage eben, ich sag mal so zu 90% runter. So, und das macht ihr eben so lange, bis ihr das erreicht habt, dass eben nicht mehr allzu viel auf dem Nagel mit drauf ist. Und wie gesagt, immer schön zügig arbeiten, denn sonst wird der Kunde heiß auf dem Nagel. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb immer schön zügig arbeiten. Ihr könnt auch so punktuell, wie ich das jetzt hier gerade mache, arbeiten. Aber mit wenig Druck eben. Und dann funktioniert das Ganze auch. Vorne am freien Nagelende, da kann man auch ein bisschen mehr Druck anwenden. Denn da, wo man weiß, okay, da ist kein Nagelbett, da kann es der Kunde nicht wehtun. Da ist das in Ordnung. Aber eben auf dem Nagelbettbereich schön vorsichtig mit wenig Druck und eben lange Züge und recht zügig arbeiten. Ja, wenn wir das gemacht haben, werde ich gleich noch die Nagelhaut ein bisschen entfernen. Beziehungsweise ich habe sie schon zurückgeschoben, ganz normal mit dem Pro-Pusher. Ich werde dann aber nochmal die Nagelhaut mit so einem kleinen Fräserbett entfernen. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Ja, das mache ich ab und zu mal. Nicht immer, das hier ist aber eine Kundin, die hat immer ziemlich viel Nagelhaut eigentlich und hat halt auch immer so ein paar Problemchen mit Liftings. Sie war jetzt auch zwischenzeitlich mal woanders, wo ich krank war und da hat sie aber jetzt nicht so gut gefallen gehabt und deswegen holen wir das jetzt wieder runter, aber sie möchte jetzt eben eine Pause machen und deshalb wollen wir die Nägel so hübsch wie möglich gestalten, eben im Naturlook. Und deshalb holen wir das jetzt alles runter. So. Also, wenn ihr euch nicht traut, so weit runter zu fräsen, oder wenn ihr damit noch nicht generell so vertraut seid mit so einem Fräser, dann würde ich euch empfehlen, macht das Ganze mit der Handfeile. Wenn ihr an euch selber arbeitet, kann man auch prima mit der Handfeile arbeiten, denn da ist die Verletzungsgefahr nicht so groß und deshalb sicher ist sicher. Man braucht zwar ein bisschen länger, aber was soll's. So, ich werde jetzt hier noch so ein paar Mal drüber gehen und jetzt habe ich schon fast alles runtergeholt. Den Rest mache ich mit der Handfeile. Jetzt werde ich einmal den Fräskopf umstecken. Ihr wisst ja, ich arbeite mit Schleifkappen. Da nehme ich mir jetzt diesen Nagelhautbit. Das ist ein Diamantbit. Also der ist ganz fein von der Körnung her. Ich habe da jetzt hier so einen zylinderförmigen, da gibt es verschiedene, je nachdem, womit man gerne arbeiten möchte. Und ich stelle meinen Fräser jetzt auf 3000 Umdrehungen, also das ist ganz, ganz langsam. Und da könnt ihr euch oder eure Kunden auch nicht mit verletzen. Und da gehe ich dann jetzt auf dem Nagel eben am Nagelfalz entlang und entferne die Nagelhaut. Und das tut auch nicht weh, wenn ihr da an die Haut kommt. Ihr solltet natürlich nicht zu lange an einer Stelle bleiben, das ist klar. Aber ansonsten könnt ihr da keinen großartigen Schaden anrichten. Also das tut nicht weh, das krabbelt vielleicht so ein bisschen. Manch einer sagt immer, das kitzelt. Ja, so. Und jetzt haben wir die Nagelhaut gleich komplett entfernt. So. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Ich mache mal die Staubabsaugung und den Fräser aus, dann ist das Ganze nicht so laut. Ja, so sieht der Nagel jetzt einmal aus. Jetzt nehme ich die Handfeile und hole quasi den Rest noch runter. Dafür nehme ich wieder eine 100-180er Gritfeile. Ich nehme natürlich die feine Seite davon. Ich habe jetzt hier so eine Halbmondfeile und feile den Rest runter. Ich lasse jetzt die Staubabsaugung mal aus. Denn das ist sonst ein bisschen laut. Da muss ich immer so brüllen. So. Ich mache das jetzt so, dass ich auch
den Bereich, der jetzt rausgewachsen ist, gleich mit anmattiere, denn ich mache es so, dass ich dann mit einem Versiegler, mit dem Highgloss von mir zum Beispiel, kann man das ganz gut machen, dass ich dann einfach eine Schicht von dem Highgloss drüber gebe. Und dann sieht der Nagel auch wieder richtig schick aus. Dann glänzt er halt ein bisschen und es hält auch wirklich sehr, sehr lange. Natürlich nicht ewig, das ist klar. Und gerade wenn man versucht, die Nägel quasi rauswachsen zu lassen, dann sollte man die Nägel eben eher kuppenbündig tragen, also recht kurz und nicht zu lang rauswachsen lassen, denn die Nägel sind ja danach immer sehr, sehr weich und sehr spröde und brüchig. Und deshalb ist das eine ganz gute Variante, wenn man die dann eben kürzt. Ja, eine andere Variante wäre, dass ihr euch einen Polierbuffer besorgt. Da zeige ich euch das gleich nachher auch nochmal. Ich habe so einen nämlich da, vom Feilenshop ist der. Kann ich euch in der Infobox verlinken. Und damit könntet ihr den Nagel natürlich auch polieren. Wenn jetzt die Kundin oder ihr selber sagt, nee, wir wollen da jetzt keinen Versiegler noch mit drauf klatschen, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, dass ihr den Nagel einfach mit so einem Buffer poliert. Ja, das ist im Grunde genommen wirklich wie so eine Politur sozusagen. Das ist so eine gummiartige Fläche und die zieht ihr ganz normal wie mit einer Feile einfach über den Nagel drüber und dann glänzt der. Also dann hat er so einen ganz natürlichen Glanz. So, schön darauf achten, dass ihr dann auch wirklich alle Reste vom Nagel runterholt. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht alles sehen, aber gut, da gibt es ja eigentlich nicht viel zu erklären zum Runterfallen. Im Grunde genommen ist es auch wurscht, wie ihr das macht, also wie ihr da die Pfeile haltet und die Handhaltung. Ich sage immer so, wenn ihr zum Ziel kommt, ist alles erlaubt. Nur halt vorsichtig sein, natürlich den Nagel nicht verletzen, das ist klar. Also nicht zu viel wegfallen und auch nicht zu doll. So schaut der Nagel jetzt einmal aus. Jetzt kürze ich noch das freie Nagelende. Dazu nehme ich mir so einen kleinen Nagelknipser, knipse die Eckchen weg, so und vorne noch ein bisschen. Und dann nehme ich mir wieder meine Feile und feile den Nagel in Form. Also ich möchte so eine rundliche Form eben haben, beziehungsweise meine Kunden auch. Also richtig schön, dass es wieder ganz natürlich aussieht. Sollte der Nagel dann aussehen. Die Modellage ist unten. Wir haben alles angeraut bzw. anmattiert und dann hole ich euch zu den nächsten Schritten gleich wieder dazu. Ich habe das gleiche jetzt bei den restlichen Nägeln gemacht und habe bei den restlichen Nägeln schon mit so einer Bufferfeile, die hat auch die Körnung 100-180, die gibt es auch im Feilenshop. Da habe ich dann eben erst die grobe Seite genommen, bin mit der groben Seite drüber gegangen und dann nochmal mit der feinen Seite und dann sehen die Nägel schon so fast poliert aus. Und wenn man dann eben noch mehr Glanz haben möchte, also diesen Schein des Nagels zurückholen möchte, dann gibt es solche Polierfeilen, wie gesagt auch vom Feilenshop. Die haben einmal, also die haben zwei verschiedene Seiten. Einmal so eine, ja, die ist nicht rau, die Seite, aber damit kann man nochmal so ein bisschen mehr Struktur vom Nagel runternehmen, dass das eben richtig schön glatt wird. Und mit dieser weißen Seite, da poliert man dann eben diesen Schein da drauf. Das mache ich jetzt hier einmal im Mittelfinger. Also ich nehme erst diese etwas rauere Seite und gehe da ganz normal wie mit einer Feile drüber. So. Also meine Kundin hat sich übrigens dafür entschieden, dass sie die Nägel alle poliert haben möchte. Und ja, das mit dem Highgloss, das zeige ich euch gleich trotzdem nochmal. Das wischen wir dann wieder runter, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal zeigen. So. Da seht ihr jetzt schon, dass der schon richtig schön glänzt, also so ziemlich, also so einen natürlichen Glanz hat. Und jetzt bringen wir den nochmal quasi auf Hochglanz, in Anführungsstrichen. Also das hat dann wirklich so diesen natürlichen Look. Und dann sehen die Nägel wieder schön aus. Also wenn das so quietscht, wenn ihr das hört, dann ist der Nagel richtig poliert. Also quietschen soll's. So. So sieht der polierte Nagel aus. Ihr seht, der glänzt richtig schön. Und wenn ihr dann noch eine schöne Nagelhautcreme oder irgend sowas auftragt, dann kann man die Nagelhaut, die jetzt hier auch so ein bisschen ramponiert und trocken aussieht, kann man das noch schön pflegen. So, und an dem Ringfinger, da hatte ich euch ja auch gezeigt, wie ich die Modellage runtergefräst hatte. Da habe ich jetzt einfach
Noch nicht mit dem Buffer bin ich da noch nicht drüber gegangen. Denn wenn ihr das mit dem Highgloss machen wollt, also da nochmal einen Versiegler auftragen wollt, dass da eben eine ganz dünne Lackschicht sozusagen drauf ist, dann nehmt ihr den einfach, streicht den wie gewohnt auf, weil der lässt sich ja verarbeiten wie Nagellack und der legt sich auch in sämtliche Rillen ab. Und dann könnt ihr den ganz gewöhnlich, also hier vorne noch ummanteln und dann ganz gewöhnlich für 2 Minuten aushärten lassen. Und dann habt ihr eben so eine ganz hochglänzende Modellage dann, oder es ist ja keine Modellage, aber so ein Abschluss. Oder ihr poliert das eben. Wie gesagt, meine Kundin hat sich jetzt fürs Polieren entschieden, deshalb nehme ich hier den Lack jetzt wieder runter. Ich wollte es euch eben nur mal zeigen, dass beide Varianten möglich sind. Wie gesagt, ich poliere den Rest der Nägel und dann zeige ich euch das Endergebnis. Ich habe jetzt eine Nagelhautcreme aufgetragen, diese Biotin, habe ich euch auch schon mal ein Video zu gemacht. Habe ich jetzt aufgetragen und massiere das jetzt schön rund um den Nagel in die Nagelhaut ein, damit die ein bisschen geschmeidiger wird und das Ganze schöner aussieht. Ihr seht jetzt hier an diesem Nagel hier zum Beispiel, der glänzt jetzt hier auch richtig schön von der Politur. Wenn man dann diese Nagelhautcreme aufträgt, dann werden die nochmal so ein bisschen matter, aber das verschwindet nach der Zeit, dann glänzen die halt auch wieder so ein bisschen mehr. So, schön einmassieren, einmal ringsrum. An jedem Nagel so ein Kleckschen reicht. So, und so sieht das jetzt einmal aus. Da könnt ihr die fertigen Nägel sehen. Also sie sind jetzt poliert, mit Nagelhautcreme bearbeitet. Deswegen glänzt es jetzt nicht mehr ganz so schön. Aber ich denke, ihr könnt sehen, dass die jetzt trotzdem ordentlich und gepflegt aussehen. Obwohl da jetzt die Modellage drauf war und wir die jetzt so runtergerupft haben quasi. Also ich mache sowas immer nicht gerne, so eine Modellage entfernen. Denn ich bin immer der Meinung, das strapaziert den Nagel. Dann lieber die Modellage schön kurz feilen und das rauswachsen lassen. Ist immer nicht so strapaziös für den Naturnagel. Aber wenn es natürlich keine andere Möglichkeit gibt, ist das eine Variante, die man eben machen kann. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.